sitze ich hier in einer alten Schulbank. Und diese Schulbank steht im Weinviertler Museumsdorf in Niedersulz. Und genau dort bin ich heute unterwegs, um euch, liebe Zuseher, ein bisschen was über das ländliche Leben rund um 1900 im nördlichen Niederösterreich zu erzählen. Und so sah das Schulhaus dann von außen aus. Ja, und so ein Schulmeister um 1900 hatte es praktisch. Seine Küche und Wohnräume waren gleich direkt neben dem Klassenzimmer. Die Schrift damals, natürlich nicht die heutige Schreibschrift, man nennt sie Kurrentschrift. An der Wand natürlich Märchenbilder und Darstellungen der heimischen Vögel und Pflanzen. Vieles war natürlich anders als heute in der Schule. Zum Beispiel, man schrieb mit dem Federkiel aus Gänsefedern. Man musste die Tinte trocknen und es gab noch dieses bei den Schülern sehr unbeliebte Instrument namens Rohrstabel. Von solcher Pädagogik sind wir heute zum Glück ziemlich weit entfernt. Hoffe ich doch zumindest. Für die Kinder hieß es, in diese Tafeln mit der Kreide zu schreiben. Abgewischt wurde dann mit dem passenden Tuch. Von diesen Tafeln stammt übrigens auch der Begriff Tafelklassler für die Erstklassler. Von Klassen mit nur, wenn wir hier genau mitzählen, 12 Kindern konnten damalige Schulmeister natürlich nur träumen. Eher das Vierfache war die Regel. Und das war vielleicht eine kleine Hilfe für die ABC-Schützen um 1915. Wozu in der Schule ein Harmonium? Nun, um die Kirchenlieder in der Schule einzustudieren. Zur Schule gehörte natürlich auch ein Schulgarten. Erstens, damit die Kinder anschaulich die Pflanzen kennenlernen konnten und zweitens auch zur Nutzung durch die Lehrerfamilie. Die Sache mit dem Alkohol und den Psychopharmaka ist übrigens keine Erfindung neuzeitlicher Politiker. Das wusste schon Wilhelm Busch. Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Solche Sorgen mochten auch die Schulmeister gehabt haben. Und hier haben wir in der Nähe des Schulhauses den passenden Weingarten. Gegen Weintrauben raubende Vögel oder vielleicht auch Schulkinder half dieses Ding, genannt Vogelscheuche. Ja, und diese zwei sind ja fast die perfekte Überleitung von der Schule zum Bauernhof, oder? Esel saßen in der Schule auf der letzten Bank? Nein, natürlich nicht. Es gibt keine Esel in der Schule. Aber am Bauernhof sehr wohl. Tja, sauwohl, so wie dieses Schwein, fühlten sich die Nutztiere der Bauern wohl nur so lange, bis ihnen das ihnen zugedachte Ende nahte. Wer wird denn da in seinen eigenen Badeteich brunzen? Aber hallo! Und auch Ziegen waren ein sehr beliebtes Haustier. Das heißt, sind sie heute zum Teil noch immer. Hier sehen wir übrigens die echt biologischen Rasenmäher, auch Schafe genannt. Im Stadel wurden natürlich zunächst einmal alle landwirtschaftlichen Geräte aufbewahrt. In einem Dachgeschoss wurde das Heu dann gelagert. Beim Anblick dieses Gerätes müsste wohl auch Monsieur Hercule Poirot alle seine kleinen grauen Sellen zusammennehmen, um drauf zu kommen, was es ist. Auch dieser und dieser hatten denselben Zweck. Es waren, ich würde mal vermuten,
erste einfache Mähdrescher. Tja, und wenn er einmal verschlief, dann stand am Hof der Betrieb still. Denn die Bauernleute vergaßen vielleicht aufs Aufstehen. Na, bevor mich dieser blöde Stadtstreicher in die Pfanne haut, hau ich lieber ab. Und hier noch ein Blick in den allerdings im Moment leeren Hühnerstall. Keine Spur von Legebatterien. Und alles Gute kam auch früher schon mal von der Pute. Und hier ist auch Herr Puter. Der Puter ist ja der Mann von der Putin oder, natürlich von der Pute. Nicht jeder weiß, dass auf Bauernhöfen durchaus auch Tauben gerne gesehen waren, auch wenn sie Mist machten. Man machte ihnen sogar eigene Taubenkobel, so wie diesen hier. Ja, ich glaube, die waren nicht für Weihnachten bestimmt, sondern eher, um auch Federn für die Pölster zu bekommen. Das ist ja Geschnatter wie im Parlament. Und was man vom kleinen Stadtstreicher noch wissen könnte, er ist bekennender Katzenfan. Und solch ein bezauberndes, vierbeiniges, schnurrendes Wesen ist mir hier auch nicht über den Weg gelaufen, sondern im Schatten gelegen und genießt jetzt eine entsprechende Streicheleinheit. Und hier haben wir eine Kleinhäuslerhütte. Naja, groß ist das Haus nicht, aber Hütte ist es auch gerade keine mehr. Gepflegter Vorgarten? Nun, so arm wie das Wort Kleinhäusler ausdrückt, war man vielleicht doch nicht. Das Schlafgemach? Gleich praktisch mit dem Bettchen für den Nachwuchs. Küche und Esszimmer in einem, auch praktisch. Und im Obergeschoss noch ein Schlafraum, ein Kaffeeservice aus Porzellan und früher waren die Leute kleiner. Das hat der kleine Stadtstreicher an dieser Kante auch zur Kenntnis nehmen müssen. Dieser Wagner-Stadel gehörte logischerweise zu einem Wagner-Haus. Und was ein Wagner so machte? Er baute und reparierte in dieser seiner Werkstatt Fahrzeuge für den bäuerlichen Betrieb. Ja, was ich hier noch anzubieten hätte, ist eine Fassbinderei. Und hier wurden dann die Reifen erzeugt, um die Fässer zusammenzuhalten, genauer gesagt die Dauben der Fässer. Nun, der Müller hatte natürlich nicht diese gutbürgerliche Einrichtung, die hier im Museumsdorf zusammengetragen wurde. Das hier trifft's da schon eher. Und durch diese Türe konnte der Müller überwachen, ob in der Mühle alles lief. Denn die waren nur durch diese soeben gesehene Tür getrennt. Von außen sah das ganze Ensemble Mühle und Müllers Wohnhaus dann so aus. Vorbei an dieser Wegkapelle mit Bankerl zum Ausruhen kommen wir dann zum sogenannten Zwirchhof mit dem Schlafgemach, dem Esszimmer mit Kamin, der Küche mit einem Backofen und gleich daneben dem Kuhstall. Vor den Räumen gibt es hier auch einen wunderschönen Arkadengang. Und neben dem Zwirchhof lädt ein Gasthof zum Verweilen ein. Also treten wir auch ein. Naja, der allmächtige Komfort ist's wohl nicht,
aber gemütlich wird's wohl allemal gewesen sein, vor allem auch im Winter, wenn's draußen kalt ist. Eintreten bitte zum Supermarkt an und dazumal. Die berühmte Gemischtwarenhandlung. Eine Kreislerei, hier eine aus jedem Speigen. Und der Gemischtwarenhändler musste eine Lehre durchlaufen haben. Von Zeitungen über Lebensmittel bis hin zu Papierwaren und Sonstigem gab es hier tatsächlich alles, was die Menschen brauchten. Man beachte auch diese wunderschöne alte Registrierkasse. Hier mache ich einen Blick in ein altes Schmiedehaus. Der Sattler des Dorfes erzeugte jede Art von Lederwaren, von Ranzen bis zu den Jochs für die Pferde, die sie bei der Ackerarbeit um den Hals trugen. Natürlich hatten auch die Sattlersleute ihre Wohnräume direkt neben der Werkstatt. Und angeschlossen zum Sattlerhaus war auch ein Schuppen für die Fahrzeuge und Werkzeuge. Schüttkästen waren oder sind möglicherweise noch immer offene Geräteschuppen, kleine offene Geräteschuppen, wo dann im Obergeschoss zum Beispiel Getreide gelagert wird. Das Ding ist so hoch, dass ich es noch im anderen Format hingebracht habe. Halt, wir drehen schon. Es handelt sich um einen Schlauchturm. Und in diesem, der ursprünglich in Enzersfeld stand, wurden Schläuche der örtlichen Feuerwehr zum Trocknen aufbewahrt. Ein Allround-Fahrzeug der Bauern, konnte man Fässer transportieren, sonstiges. Gezogen wurde es logischerweise von Pferden oder Ochsen. Dieser Turm gehört zur Georgskapelle, die ursprünglich in Obersteinerbrunn stand. Und natürlich Nomen est Omen, dem heiligen Georg geweiht war. Betreten wir nun den Südmehrerhof. Ein ganz schön großer landwirtschaftlicher Betrieb, der in der Bauart durchaus dem entspricht, was hier im Weinviertel gang und gäbe war. Küche mit Esszimmer, Festtagsgewand und die bäuerlichen Trachten sind hier zu sehen. Es handelt sich um Trachten aus dem mährischen und kroatischen Raum. Und das ist der Ort, an dem wir alle irgendwann einmal landen werden. Hier einige Grabfiguren von aufgelassenen Waldviertler oder Weinviertler Friedhöfen. In diesem Glockenturm hängt übrigens noch die originale Glocke der Marienkapelle aus Lanzendorf, die 1753 erbaut wurde. Hier hocke ich jetzt im Haus zum Ausprobieren. Da darf man dann wirklich die alten Möbel und alles probieren. So, und jetzt probiere ich mal aus, ob ich hier auch mein eigenes Brot backen kann. Brot einschießen nennt man das im Fachjargon. Und mehrere Stunden später, nein, so schlimm war es wohl nicht, kommt dann ein wunderbares Brot heraus. Mahlzeit. Ich kann nur eines sagen. Ein Besuch im Museumsdorf Niedersulz im Weinviertel lohnt sich auf jeden Fall. Hier ein Bett neben mir. Ich probiere es mal aus, wie man sich drin fühlt. Oh, hart. Nicht wie ein Felsen, aber wie ein Strohsackel. Oh ja, und gute Nacht, liebe Leute, für heute. Das war's dann von dieser Folge des kleinen Stadtstreichers. Oh.